So lebhaft geht es morgens selbst auf der Wiesn nur selten zu. 1100 Vorschulkinder tummelten sich auf Einladung der Stadt, Schaustellern und Wiesenwirten auf dem Volksfest. Für alle Beteiligten eine ganz besondere Erfahrung. Das ist ein fantastischer Moment, an so einem schönen Tag jetzt wirklich zu sehen, dass 1100 Vorschulkinder aus München, die sich so von Haus aus den Wiesenbesuch nicht unbedingt leisten könnten, jetzt hier heute einfach Spaß haben können und auf Wiesen eingeladen werden. Zum mittlerweile 14. Mal durften die Kinder viele Fahrgeschäfte ausprobieren und anschließend in den Zelten vespern. Für viele der 4- bis 6-Jährigen sogar der erste Besuch auf der Wiesn. Ihre Lieblingsfahrgeschäfte waren schnell gefunden. Die Achterbahn, das Schießen und das, die Geisterbahn und das ganz große Rad. Da hat man auch immer so ein Kribbeln im Bauch und dann fällt man mit dem Seil immer runter. Trotz aller Begeisterung, der Wiesenbesuch ist für Eltern und ihre Kinder nicht ganz ungefährlich. Deshalb gilt es, einige Regeln zu beachten. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man die Kinder an der Hand hat und dass man sie immer im Auge hat, sozusagen, wenn man über die Wiesen geht. Auch heute hier, unsere Erzieherinnen haben keine leichte Arbeit. Sie haben hier ganz viele Kinder im Griff, aber Sie sehen ja, alle haben weiße T-Shirts an, sind schnell zu erkennen und ich hoffe, das geht alles gut. Damit auch in Zukunft alles gut geht, hat die Stadt Kinderwägen an den Wiesensamstagen und nach 18 Uhr verboten. Eine nicht ganz unumstrittene Entscheidung. Ich glaube, dass das ein Akt der Kinderfreundlichkeit ist, weil wer das selber mal erlebt hat, wer selber mal versucht hat, als es auch noch erlaubt war, ich selber gehöre auch dazu damals mit meinen Kindern, mit dem Kinderwagen dann auf die Wiesn zu kommen, das ist einfach keine gute Idee. Wir haben viele Besucher, wir haben gerade an den Wochenenden, da ist wirklich was los und ich kann jedem nur empfehlen, der es mit den Kindern genießen will, kommen Sie am Dienstag, da gibt es ermäßigte Preise für Familien, für Kinder, das ist der Tipp, unter der Woche geht es immer. Für viele Vorschulkinder steht jedenfalls schon jetzt fest, das letzte Mal auf der Wiesn waren sie heuer bestimmt nicht.